auf ein neues. Ja, und um dieses Ding hier geht's hier heute, und zwar um den WM-Pokal. Und ich hoffe, dass meine Jungs hier von Argentinien das machen. Die Sechserquote ist ja für eine Einheit eingeloggt und die muss ich dringend holen, denn ansonsten sieht's in Sachen Bilanzen finster aus. Dennoch, klar, werden wir heute auch noch mal ein paar Wetten platzieren und jetzt auch noch mal ein bisschen Risiko walten lassen. Gut, schauen wir auf die Paarung. Das ist natürlich Argentinien gegen Frankreich. Die Argentinier, ja, sie haben in den letzten Finalspielen gelernt, dass man auch ein drittes Tor schießen sollte. Das resultierte aus den Spielen gegen Australien und vor allen Dingen aus dem Holland-Spiel. Das haben sie jetzt gegen Kroatien gemacht und dann war es ein geschmeidiger 3:0-Sieg. Die Franzosen, ja, ein bisschen pomadig an manchen Ecken, aber dennoch sehr erfolgreich, haben ihre Spielchen gewonnen, mehr oder minder überzeugend. Und die Abwehr, die gefällt mir nach wie vor nicht. Ich glaube daran, an meine Argentinier, dass sie dieses Spiel 3:1 in der regulären Spielzeit gewinnen, weil ich finde sie einfach konzentrierter, willensstärker, leistungsforcierter. Sie gehen echt straight auf die Bude. Taktisch geprägt sehr gut. Abwehrarbeit ist auch wirklich 1A. Der Keeper ist wirklich top drauf. Also die Argentinier sind als kompakte Mannschaft wesentlich besser, offensiv, sehr, sehr zielstrebig und effizient. Also ich sehe da enorme Vorteile für die Argentinier nach wie vor. Haben sich peu à peu gesteigert, ja, was man von den Franzosen jetzt nicht so unbedingt behaupten kann. Die haben einfach ihren Stiefel durchgezogen, recht torreiche Spiele, auch mal Gegentore in Kauf genommen. Beim letzten Mal war es eine, ja, glückliche Entscheidung, weil Upamecano krank war, dass Konaté spielen durfte. Der ist meines Erachtens der bessere Mann. Mal gucken, ob er im Finale dann auch ran darf oder ob Upamecano wieder fit ist. Rabiot wird wohl wieder am Start sein, dürfte dem defensiven Mittelfeld somit auch mehr Geschlossenheit und Kompaktheit geben. Aber ich denke, genauso wie in den letzten Spielen, die Argentinier, die werden auf ihre Chancen lauern und dann eiskalt zuschlagen. 3:1, wie gesagt, mein Tipp. Und meine Wetten dazu sind über 1,5 Teamtore Argentinien als Hauptwette mit einer kompletten Einheit für eine sensationell gute Quote von 2,90. Dann dazu mit einer halben Einheit der Sieg der Argentinier in der regulären Spielzeit plus beide Treffen, weil es ist ja irgendwie nicht vorstellbar, dass die Franzosen nicht zumindest einen Treffer finden. 3:1, wie gesagt, mein Tipp. Ich denke, das kann man gut einloggen, riskieren für eine halbe Einheit zu einer 6,25-Quote. Dazu dann noch Vierteleinheiten mit den Torschützen jeweils plus Sieg ist Alvarez und Messi. Ich denke, es gehört dazu, dass Messi auf jeden Fall trifft. Ich glaube, wie gesagt, sehr daran, dass sie das in 90 Minuten klar machen. Dafür haben sie das in den letzten Spielen wirklich vom Matchplan her zu gut organisiert. Ich glaube, Frankreich ist nicht, ja, so reif und so abgeklärt, wie die Argentinier gerade wirken. Die Argentinier haben vor allen Dingen auch ihre Fans. Die Kulisse wird absolut für die da sein. Sie haben den Tag mehr Pause. Sie haben dieses Stadion zuletzt erlebt und für sich schon eingenommen. Ich denke, alles spricht für Argentinien. Ich probiere es so. Und ja, sag auf jeden Fall viel Spaß bei den Spielen zum dritten Platz Finale am Samstag, zum kleinen Finale, also quasi, hatte ich ja schon ein Video gemacht, könnt ihr hier oben in der Beschreibung finden. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Stelle. Tschö! Ups, sorry, ganz vergessen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns erst im neuen Jahr, denke ich wieder. In schriftlicher Form gibt es nochmal eine Nacharbeitung der ganzen WM-Geschichte hier. Und ja, alles gesagt, gute Zeit. Tschüss.